Hallo John Sinclair Fans, ja, hier ist wieder Ian Rolf Hill und Spike ist auch da. Ja, ich habe euch den neuen John Sinclair Roman mitgebracht, Band 2398 mittlerweile. Wir nähern uns mit riesengroßen Schritten dem Jubiläum, dem Jubiläumsdreiteiler, Band 2400, Großangriff der Schattenkinder. Aber das ist, wie gesagt, noch 2 Wochen hin und zunächst einmal haben wir hier die Dämonenfalle Istanbul. Jawohl, ich habe ihn geschrieben und ja, bevor die Jubiläumstrilogie startet, gibt es natürlich noch einiges zu erledigen. Unter anderem ja, haben sich ja die 4 Engel der Unzucht und Hurerei transformiert, beziehungsweise eine fehlt noch, und zwar Lilithu. Und um Lilithu geht es in diesem Roman. Aber es ist auch gleichzeitig eine Fortsetzung, eine indirekte Fortsetzung eines anderen Romans. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht an Band 2381, Satans Marotte. Ja, der hat damals in Paris gespielt, aber der Anfang spielt in Istanbul. Dort hat Nema, Liliths Vollstreckerin, geholfen, ein paar Frauen, also Frauen zu befreien, die von Menschenhändlern verschleppt wurden. Und ja, die ein Mafiosi dort in Bordells anschaffen lassen wollte, beziehungsweise er wollte sie weiter verschiffen über die Balkanbrücke nach Europa. Und um eben diese Frauen geht es in diesem Roman, beziehungsweise um eine Frau, um die junge Sevasti, die stammt aus Georgien und wurde von ihrem Vater mehr oder weniger verkauft. Und sie wird von Liliths Vollstreckerin vor den Mafiosi gerettet und in ein Frauenhaus gebracht. Und in diesem Frauenhaus geht es nicht mit rechten Dingen zu, wie ihr euch vorstellen könnt. Es ist nämlich besagte Dämonenfalle Istanbul. Und John Sinclair und Zuko, die wiederum, werden von Interpol hinzugezogen, denn eine der Vollstreckerinnen von Lilith, eine Dienerin von Lilith, die Nancy Warren, die wird auf einem Fahndungsfoto wiedererkannt, beziehungsweise auf einem Blitzerfoto. Ja, und so kommen John Sinclair und Zuko nach Istanbul. Und wie es dort denn weitergeht, das müsst ihr wie immer weiter selber lesen in Dämonenfalle Istanbul. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns dann wieder in einer Woche. Bis dahin viel Spaß. Tschüss.